Also hier im Messgerät sind es ja praktisch 20 Millivolt zu sehen. Ja. Und das ist praktisch hier diese Grundspannung, sage ich einfach mal, was da ist. Wenn ich jetzt hergehe und so eine Elektrode praktisch in die Hand nehme, jetzt geht das Ganze nach oben. Jetzt habe ich ca. 440 Millivolt Körperspannung, die da ist. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt hergehe, jetzt ziehe ich einfach mal einen Schuh von mir raus. Ja. Und ich habe nämlich hier eine Erdungsmatte. Ja, die ist geerdet. So, jetzt stelle ich nur mal einen Fuß drauf. Und jetzt sehe ich, wie die Zellspannung nach unten geht. Und umso länger ich dann drauf bleibe, umso weiter geht diese Zellspannung nach unten. Mhm. Jetzt bin ich hier bei 170 Millivolt, ja, wo es sich das Ganze schon mal gesenkt hat. Dann gibt es eine Tabelle dazu. Und zwar Körperspannung in Millivolt kleiner als 10 Millivolt, das heißt nicht auffällig, dann 10 bis 100 ist schwach auffällig. Ja. Und hier 100 bis 1000 ist stark auffällig. Und wenn jetzt die Leute bei 1000 Millivolt sind, also praktisch 1 Volt, wenn die dann drüber gehen, dann sind die im Bereich, wo sie irgendwie schwerwiegende Krankheiten haben. Ja. Ja, das kann man messen. Das ist mal nur ein Beispiel. Die Körperspannung natürlich tut sich immer ein bisschen ändern. Klar, man hat Klamotten, Mobilfunk, sonstige Sachen. Aber da sollte es relativ weit unten angesiedelt sein. Ja? Und jetzt hat das, was ich jetzt habe mit 170 Millivolt, ja, hält sich in Grenzen. Ja? Das ist schwach auffällig, kann man damit leben. Ja? Gut, das hat aber auch jetzt was mit dem Studio hier zu tun. Also wir sitzen natürlich auch jetzt hier drin, das ist kein Wunder. Also das körperliche Anspannung, ne? Genau. Ja. Kommt da vielleicht auch noch mit dazu. Fall. Das war das Thema einfach mal mit der Körperspannung, dass man das auch messen kann mit dem ganz normalen Voltmeter.